freue mich auf die Lieder und ich glaube, es wird richtig gut. Ja, auf die Kostüme und auf das ganze Feeling. Ja, auf die Musik natürlich, doch klar. Und auf das Ensemble. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Also ich freue mich sehr auf den Abend heute, weil letzten Endes ist es natürlich immer so, Proben sind Proben und man kann auch bis zur Generalprobe dann alles noch so perfekt haben oder im richtigen Ablauf haben. In dem Moment, wo das Licht im Saal ausgeht und das Licht auf der Bühne angeht, ist doch nochmal ein ganz anderes Spiel und was ganz, ganz Neues. Ja. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig drauf. Hey Joe, I heard you shot your woman now. Wenn das Show so lange läuft, dann hat das ja einen Grund. Sie ist erfolgreich, sie läuft gut, es wird gut angenommen. Aber es ist so ein bisschen so, dass wir für uns auf der Bühne irgendwann so gewisse Ermüdungserscheinungen festgestellt haben. Man merkt eben schon, dass es sich abgespielt hat, dass es eben immer wieder derselbe Ablauf war. Und das einfach zu optimieren und neue Lieder reinzunehmen, weil man hat damals ja vor 5 Jahren gesagt, das ist ja noch nicht mal ein mini kleiner Ausschnitt von der Musik, die es gab. Es ist tatsächlich mehr als polieren. Also ich glaube, mindestens 60-70% der Show sind neu. Meine Lieblingssongs sind die Songs von Hair. Insofern fühle ich mich im ersten Teil total wohl. Wir haben ja mit Hair angefangen, haben mit Hair aufgehört. Zwischendrin war ein Hair-Block. Das schreit ja fast gerade dazu, dass Hair irgendwann auch mal hier ins Kapitol kommt. Das wäre auch ein ganz großer Traum. This is the dawning of the age of Aquarius. The age of Aquarius. Spürt regelrecht, welche tolle Energie auf der Bühne entsteht und wie das die Leute auch ansteckt, wie die Leute auch wieder Spaß daran haben zu kommen. Wir haben ganz viele Gesichter, die wir eigentlich immer wieder hier im Haus sehen, die wirklich alle miteinander sagen, ja, das war genau die richtige Entscheidung, da einfach nochmal eins oben drauf zu setzen. Insofern bin ich ganz happy und total glücklich darüber. Persönliches Highlight war auf jeden Fall natürlich die Janice. Also das fand ich ganz, ganz toll. Ja, Janice. Die war geil. Absolut geil. Geil. Mein persönliches Highlight ist halt immer die Marion. Das ist halt für mich ist halt der Knaller von der Show. Oh Lord, won't you bow me in Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, and I must make amends. I wait all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Also es war wirklich so eine Stimmung, wie lange nicht mehr hier drin gesehen. Es war brutal. Die Leute haben letztendlich ab der zweiten Nummer, ab der ersten Nummer direkt mitgemacht. Haben gestanden hier, haben mitgefeiert und es war brutal laut hier im Saal. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Ich fand alles durch die Reihe durch gut. Also wir haben es jetzt schon zum 5. Mal gesehen und es ist immer ein bisschen anders da. Also ein bisschen abwechslungsreich. Es war wieder wie immer klasse. Mein Lieblingssong ist, das muss ich zu meiner, muss ich gestehen, ist Born to be Wild. Ich da an sehr viele Momente vor 40 Jahren denke und das Erinnern zurückdenke. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can fly so high, never gonna die. Born to be wild. Also es ist immer eine Show mit einer der größten Resonanzen vom Publikum, weil die Leute sich wirklich zurückgesetzt fühlen in die Zeit und wirklich einfach sehr, sehr gut drauf sind und wir einfach ein Stück Lebensgefühl vermitteln können. Also man hat sich natürlich gewünscht, aber dass sie so, so genial drauf waren, also kann man nur träumen von. Das war vielen, vielen Dank, liebes, tolles Publikum. So, man,
introduce to you the act you've all been waiting for, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Der Sascha Klein opasst, wenn er singt Hey Joe und wenn er dann singt With a Little Help from My Friend. Also das ist einfach gnadenlos gut. Der Sascha Klein opasst mit Joe Cocker. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I will try not to sing out of key. Oh, I get bored. Don't you know I'm gonna try? Who can't you see? With a little help from my friends. Sehr erfüllend für uns, wirklich. Wir haben es absolut gelöst gefühlt. Ich muss vorab sagen, heute bin ich zum 16. Mal in der Show. Also 15 Mal, ja, die Alte in Anführungszeichen. Genau unsere Zeit, die 70er, ne? Man hat sofort historische Gefühle, so melancholische Gefühle kommen da einfach hoch, ne? 70er waren halt meine Zeit, also war halt meine Jugend und ich finde die Show einfach klasse. Ich finde das Kapitol toll, ich finde das Ensemble toll, die Band rundum super. Yeah.